Involtini? Was ist das? Neues Pastagericht? Nein, das sind italienische Schnitzelröllchen. Und die mache ich heute mit Creme Polenta und Plattpfirsichen. Viel Spaß dabei! Für meine Involtini nehme ich natürlich Kalbsfleisch, wie im Original, und da am besten Kalbsfilet. Also hier mein schönes Kalbsfilet, tipptopp pariert, Mittelsehne weg, Kopf und Spitze weg. Und da schneide ich mir jetzt so 2 cm dicke Scheiben. Schön immer gegen die Faser natürlich schneiden. Zum Plattieren würde ich euch empfehlen, so ein Plattiereisen zu nehmen. Wenn ihr keins habt, könnt ihr natürlich auch einen Topf nehmen. Gut beim Plattieren ist immer, wenn ihr euch ein bisschen Klarsichtfolie drunter und drüber legt. Das hat 2 Vorteile. Erstens, es macht nicht so eine Sauerei. Und zweitens, es geht besser zum Plattieren, weil das Fleisch an der Folie besser gleitet. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen Frust von der Arbeit oder sonst habt, könnt ihr das hier entspannt rauslassen. Ja? Aber ich nenne das immer kontrollierte Aggression. Nicht wild drauf losklopfen, sondern so ein bisschen die Form im Auge behalten. Ne? Wenn ihr 2 Hämmer hättet, ging es natürlich schneller. Ne? So, das sieht gut aus. Unser Kalbsfilet ist jetzt schön platt gemacht. Und die müssen wir natürlich jetzt füllen für unsere Involtini mit Parmaschinken und getrockneten Tomaten. Bevor man jetzt das Schnitzelchen füllt, also den Involtini, würde ich ihn mit Pfeffer und etwas Salz würzen. Nicht zu viel Salz, weil der Parmaschinken hat natürlich auch gut Salz. Ein bisschen Pfeffer und ein Hauch von Salz. Und dann heißt es im Grunde genommen Parmaschinken aufmachen. Legen wir den einfach hier so drauf. Getrockneten Tomaten, fülle die immer so im unteren Drittel. Wenn ich sie dann aufrolle, sind sie halt schön mittig. Ne? So, also den Involtini schön fest einrollen. Wobei, wenn ich das so sehe, könnte ich mir vorstellen, noch ein bisschen von dem Plattpfirsich auch mit dazu zu machen. Schneide ich mir auch in so längliche, mundgerechte Stücken. Den Pfirsich mit rein. Dann einfach wieder zuwickeln. So, am Schluss haben wir hier dann halt so einen kleinen Anfang oder Ende, je nachdem, wie man das sehen will. Und den befestigen wir einfach mit einem schönen Stab, hier mit so einem Spieß. So, einmal durch. Und dann ist der Involtini, also ein kleines gefülltes Schnitzelroulettchen, vorbereitet. So, die Involtini sind gerollt und gefüllt. Das heißt, jetzt geht's ab in die Pfanne. So, die andere Seite kann jetzt natürlich auch nochmal gewürzt werden. Dann heißt es also ab in die Pfanne mit den Jungs. Das schöne Zischen. Wir dürfen auch nicht zu lange braten, also das heißt wirklich nur rundherum die Röstaromen schaffen und dann wieder auf den Teller. Und dann lassen wir die ganzen kleinen Involtinis einfach im Ofen ein bisschen ruhen. Mmh. Ab in den Ofen. Nur so bei 70 Grad leicht ruhen lassen. So, meine Polenta ist eine Creme-Polenta, das heißt, die ist so richtig schön schlotzig. Und da kommt natürlich rein Milch, die wird aufgekocht, etwas Butter. Bisschen Muskatnuss, ja, und ein bisschen Frühlingsfeeling mache ich auch immer mit rein am Schluss. Also, los geht's mit der Milch. So, also so einen guten halben Liter Milch da rein. Salz dazu. Muskatnuss. Eine Flocke Butter. Jetzt braucht man einen Schneebesen und dann wird die Polenta dort eingerührt. Das Entscheidende bei der Polenta ist, dass man ihr Zeit gibt. Sie muss quellen, nicht zu schnell einfach kochen, servieren. Sie braucht Zeit, ja, und dann wird sie auch richtig schön lecker und cremig. Während die Polenta hier vor sich hinquillt, kümmere ich mich schon mal um den Läuterzucker. Also ein Teil Zucker, ein Teil Wasser für unsere Plattpfirsiche. Auch da einen kleinen Topf. So, einfach Zucker rein und dann guten Schluck Wasser dabei. Und das Ganze wird jetzt aufgekocht. Und dann geben wir unsere kleinen Pfirsiche hier rein, die Hälften. Und die können dann richtig schön mit dem Läuterzucker angaren und werden richtig schön lecker. Das perfekte Mischungsverhältnis. Schön cremig, schlotzig. Ah, super. Gucken wir nochmal die Röllchen an, die Involtini. Okay, die Pfirsiche sind soweit, die Polenta ist schön cremig, die Involtini sind fertig. Das heißt, jetzt gebe ich nur noch die geschnittene Frühlingszwiebel unter die Polenta. Ja, diese Frühlingszwiebeln geben dieser Polenta, finde ich, nochmal so eine schöne knackige Frische. Und natürlich farblich sieht das auch nicht schlecht aus. Wir holen erstmal die Involtini raus, würde ich sagen. Boah, die duften ja schon.
den Spieß herausziehen. Interessiert mich natürlich, wie sieht es jetzt auch von drinnen aus, deswegen schneide ich jetzt einen auf. Boah, und da sieht man schön leicht rosa das Ganze, saftig, der Schinken, der Pfirsich, gibt so einen hellen Punkt in der Mitte. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, ne? So, das heißt also, Creme Polenta als erstes auf dem Teller. Und hier unser Involtini. Und natürlich die Pfirsiche. Mamma mia. Allora, was für ein Gericht. Das ist Italien pur. Und ich würde sagen, pronto, einfach mal nachkochen. Bis zum nächsten Mal, euer Kev.